wundervoll, guten Morgen, digital zum Markenbewahren. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, denn genau das ist meine Straßenbahn. Die geht nämlich zum Flughafen und ich fliege nämlich gleich von Bremen nach Prag. Und das Wetter ist wundervoll und es kann nur ein phänomenaler Tag und ein phänomenales Wochenende werden. Wieder das Allergeilste ist, ich bin einfach mit so wenig Gepäck unterwegs. Ich habe jetzt nicht mal einen Beutel. Ich habe jetzt nur den Minal. Da sind jetzt meine kompletten Klamotten drin. Da ist der Vitamix drin. Da ist mein Proviant für die paar Stunden jetzt, bis wir da sind. So geil. So geil. Und natürlich das Gute. Tomatik Escape ist natürlich auch am Start. Hammer, ich liebe es, mit so wenig zu reisen auf jeden Fall. Allerbeste ist ja, dass ich natürlich meinen neuen Schatz am Start habe. Die gute Canon G7X. Gestern angekommen ist, wenn ihr das Video von gestern nicht geschaut habt, zieht es euch mal rein unter die Videobeschreibung, ist der Link. Jetzt habe ich ein bisschen aufgerüstet, weg vom iPhone. Ich nehme schon eine richtig guten Kamera so. Also bis jetzt bin ich begeistert. Ich werde nächste Woche, wenn ich die ausgiebig getestet habe, nochmal eine Review von geben. Einfach mal sagen, was ist geil daran, was nicht so geil daran. Lohnt es sich, die zu kaufen, denn ich packe schon mal auch in die Videobeschreibung den Link zu der Cam rein, wenn ihr euch die reinziehen wollt. Sie ist auf jeden Fall echt nicht ganz günstig. 489 habe ich jetzt bezahlt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich bin da, jetzt muss ich nur noch Dave finden. Mal gucken, wo er ist. Wahrscheinlich ist er schon durchgegangen, aber bevor ich das machen kann, noch meinen leckeren Smoothie killen, den Sophia mir gemacht hat. Mit Kirschen und Bananen und Erdbeeren und Vanille. Der ist richtig, richtig lecker, denn ich kann ja keine Flüssigkeit mit reinnehmen. Yeah, ich habe ihn gefunden! Sind auf Kurs. On the rooftops of London. So, hier kommen die Gepäckstücke von Bremen. Aber das Beste ist, wir haben keine. Yeah, wir können einfach durch. So much work to do. Schon der beste Ort, um ein Skateboard am Start zu haben, ist einfach ein Flughafen. Hier, wir sind da und es ist einfach mal unfassbar geiles Wetter. Als hätte es auf uns gewartet. I clock in when they hand me that mic and I rage. I clock out when they hand me my check right off stage. Like, okay, you say your life's cool, but you lie. We never have school nights, it's always July. Break swishers down daily, I pack it and lick it. Hit up after parties and get paid to kick it. Go home with some girlies. See, it's cool, wenn man mal so unterwegs ist und nicht der einzige Blöde ist, der mal irgendwelche Sachen filmt. So.
work. R.I.P. Steve, those words are the truest. I put see the whole world up on my to-do list. Wir haben es geschafft. Alter, nach wie lange sind wir? Eine Stunde oder so? Locker. Wir sind da, endlich. Wir haben es geschafft und wir haben es gefunden. Und es ist eigentlich eine coole Wohnung auf jeden Fall. Das ist hier so unsere Küche plus Wohnzimmer und so weiter. Hier ist der Flur. Bad haben wir natürlich auch am Stirsen. Licht. Ja, passt, passt, passt. Natürlich leider wieder nur ein Klo. Oh, jetzt klingelt es. Kommt jetzt hier unser Tony. Tony. Auf jeden Fall hier ist unser erstes Schlafzimmer. Double Bed und Single Bed. Passt, da geht's durch zu unserem zweiten Zimmer, das wir jetzt einfach mal schon mal beschlagnahmt haben. Ich würde sagen, wer als erstes kommt, darf sich das beste Zimmer aussuchen. Genau. Hier ist auch mal Double Bed und Single Bed und voll gut. Wir wissen noch nicht genau, wie das WLAN funktioniert, werden es aber noch herausfinden, denke ich mal. Und das Geilste ist einfach mal das. Diese komischen Steine, die werden nachher eliminiert und dann wird dort morgen früh ein Smoothie eingegossen. 10 Liter für die ganze Mannschaft. Ich glaube, das wird richtig gut. Klingt so, als würden wir Besuch bekommen. Da, da, da. Yeah! Warte. Hey! Everyone has a camera. Ja, du brauchst das Gespräch. Boom! Hey, herzlich willkommen! Danke, Katharina! Wichtigste Handlung von allen? Wi-Fi connecten? Yeah, wir sind online! Yes! Zurück, wir haben uns jetzt erstmal hier so ein bisschen eingerichtet in unserem neuen Zuhause und jetzt bin ich gerade seit, ich glaube, 2 Stunden oder so dabei, Facebook-Kommentare zu beantworten. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage nichts gemacht, weil einfach super viel los war und jetzt bin ich langsam daran wieder aufzuschließen und es ist einfach so geil, wie viel ihr schreibt. Der Hammer. YouTube ist jetzt als nächstes dran, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen. Bis, oder während ich das mache. Video für euch, denn ich wollte auch letztens eine Video-Serie jetzt machen. Das ist online auf Dave's und Pierce Channels Live Junkie. Und da geht's, worum geht's? Newbie Guide, was hat's damit genau auf sich? Ja, also Anfängertipps an für sich, also alles, was zum Thema Rohkost, vegan, gesunde Ernährung angeht, machen wir immer so kleine 2-Minuten-Videos, so ein Dreh 2 Minuten. Wo wir so kleine Tipps raushauen. Was jeden Tag eins, ne? Genau, jeden Tag. Richtig gut. Und in der Videobeschreibung ist mal der Link zum ersten Teil, den wir gemeinsam gemacht haben. Newbie Guide Nummer 6. Kann er das hier scharf stellen? Nicht so richtig. Jetzt, genau. Warum sollte man mehr Rohkost essen? Und da haben wir noch ein paar andere gemacht. Alter, Leute, ihr haltet mich ganz schön... Ey, ich mache Video hier gerade. Klappe. Er haltet mich ganz schön auf Trab. Das sind die Kommentare der letzten 2 Tage, glaube ich. Boah. Aber... Ich will mal mehr. Haut mir noch mehr Kommentare rein. Noch viel mehr. Ich bin auch mal an. Hallo. Hallo. Endlich geschafft, das zweite. Wir haben jetzt dann doch mal unsere Tomatenhöhle verlassen und sind auf der Suche nach dem nächsten Supermarkt. Und das Beste ist einfach, keiner hat eine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir laufen alle uns gegenseitig hinterher. Yay, wir sind fündig geworden. Dave, sehr gut geführt. Ich bin echt geflasht. Diese Stadt ist richtig, richtig schön. Vielleicht ist es auch nur hier, wo wir hier im Zentrum sind, keine Ahnung, aber gefällt mir richtig gut auf jeden Fall. Hey, diese Stadt ist einfach so hammerschön. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, einfach hier nur durch die Gegend zu laufen und euch schöne Bilder zu legen und mit das Ganze mit Musik zu untermalen. Aber ich will natürlich im heutigen Video auch wieder einen Content-Part liefern. Ich will auch wieder, dass ihr auch theoretisch was mitnehmt, dass ihr auch einfach Input bekommt und nicht einfach euch nur unterhalten lässt. Das ist auch schön, das ist auch sehr, sehr wichtig und das ist auch super inspirierend.
Das mache ich auch sehr, sehr gerne, aber ich will natürlich auch Content vermitteln. Und den Anlass für das heutige Thema habe ich mal daher genommen, dass ich in letzter Zeit recht viel Feedback bekommen habe auf das Video, was ich gemacht habe, warum der Social-Media-Kurs nicht so gut eingeschlagen ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Da super viel Feedback bekommen, deswegen ich möchte nochmal ein fettes Dankeschön an euch ausrichten, an alle, die mir persönlich auch eine Nachricht geschrieben haben, die einen Kommentar unter das Video geschrieben haben. Ich bin gerade noch dabei, die ganzen Kommentare zu beantworten, es ist richtig viel, da werde ich mich nachher auf jeden Fall nochmal ausgedehnt hinsetzen. Aber an dieser Stelle schon mal an all das, was ich gelesen habe, richtig geil, richtig, richtig danke. Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Und da kam ein paar Mal das Feedback, dass Leute zwar gesagt haben, so die Videos sind cool, ich verfolge das gerne, aber sag mal Robert, was versetzt dich eigentlich in die Position, uns jetzt hier was zum Thema Bloggen und YouTube und Social Media und so weiter zu erzählen? Der Facebook-Seite hat auch nur 800 Likes, der YouTube-Channel, der ist auch noch richtig neu. Warum? Warum machst du eigentlich all das? Was befähigt dich dazu, uns jetzt hier was dazu zu erzählen? Und das war jetzt gar nicht negativ geschrieben, aber diese Frage möchte ich natürlich sehr gerne nochmal beantworten und euch auch so einen kleinen Einblick darin geben, wo ich dann eigentlich so mein Wissen herbeziehe und warum ich dann all die Dinge mache. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, eine meiner größten Inspirationsquellen, ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, zu meinen Top 10 Inspirationsquellen, ich packe es mal unten in die Videobeschreibung, meine Lieblingsblogs, YouTube-Channels, Bücher und so weiter sind da dabei. Aber ganz klar, ihr merkt es immer wieder in den Videos, der Grundtenor, meine größten Inspirationsquellen in Sachen Business sind auf jeden Fall Gary Vaynerchuk, Lewis Howes. Lewis Howes macht den School of Greatness Podcast, den verfolge ich sehr, sehr gerne. Marie Forleo auf jeden Fall. In Vlogging Richtung lasse ich mich super viel von Casey Neistat und von Ben Brown inspirieren. Und das sind so wirklich auf jeden Fall die, zu denen ich einfach gehe, wo ich mir immer wieder Inspiration herhole und wo ich mir immer wieder Ideen herhole und wo ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel von dem Output, den ich liefere, einfach herbekomme, wo ich Ideen für Videos herbekomme. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, aber, und das möchte ich auf jeden Fall in diesem Video nochmal unterstreichen, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und erzähle irgendwelche Dinge weiter, die ich irgendwo gehört habe, die irgendjemand Schlaues mal erzählt hat und sage jetzt auch so, das ist das und das ist so und dafür stelle ich mich jetzt hin. Nein, ich setze die Dinge selbst erst um, bevor ich sie irgendwie weitergebe. All das, was ich jetzt mittlerweile irgendwie so mache und all das, was ich gelernt habe und all das, was ich jetzt auch an euch weitergebe, das sind alles Dinge, die ich selbst ausprobiert habe, die ich selbst getestet habe. Wenn Gary Vaynerchuk daherkommen würde und sagen würde, auf Facebook, diese Facebook-Videos, die sind richtig, richtig geil und dann probiere ich das selbst aus und niemand schaut die und ich bekomme überhaupt gar kein Feedback, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich das euch weitergeben würde, obwohl ich selbst gemerkt habe, das funktioniert gar nicht. Also alles, was wirklich in diesen Videos drinsteckt und alles, was ich an euch weitergebe, ist vorher selbst persönlich getestet, denn alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann liefere ich ja überhaupt gar keinen Mehrwert. Wenn ich einfach nur das nehmen würde, was irgendjemand anderes mal gesagt hat und das einfach auch noch in die Welt hinaus blasen würde, dann würde ich einfach nur klauen und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen alles ist vorher getestet, alles ist mit meiner eigenen durch meine eigene persönliche Maschine sozusagen durchgelaufen und geguckt, wie das funktioniert und meiner eigenen persönlichen Note verliehen. Und das finde ich richtig wichtig und das auch als Message an euch. Glaubt nicht die Dinge, die euch erzählt werden, einfach so, sondern probiert es selbst aus. Wenn euch jemand sagt, so Rohkosternährung ist das Geilste von der Welt und ihr probiert es aus und merkt, es tut euch überhaupt gar nicht gut, es macht gar keinen Spaß, es ist überhaupt gar nicht lecker, dann lasst es, dann macht was anderes. Dann seid ihr vielleicht erstens noch nicht an dem Zeitpunkt, wo es das Richtige wäre oder vielleicht ist es auch generell gar nicht das Richtige für euch. Kann ja alles sein. Und das ist mir einfach super wichtig, dass ihr nicht denkt irgendwie, ich hau jetzt einfach nur die Dinge raus, die ich in irgendwelchen schlauen Büchern gelesen habe, sondern das alles vorher selbst ausprobiert. Der Rohkost-1x1-Blog ist einer der größten deutschsprachigen Rohkost-Blogs mit der beste Monat über 30.000 monatlichen Lesern. Die Facebook-Seite ist auf 6.500, der YouTube-Channel ähnlich. Das habe ich jetzt auf Eis gelegt und all die Dinge, die ich in der Zeit sozusagen mitgenommen habe, die ich in den anderthalb Jahren Bloggen und YouTube gelernt habe, die möchte ich jetzt an euch weitergeben. Und das ist auch das, wo ich halt einfach mein ganzes Know-how herbeziehe aus den Dingen, die ich da selbst umgesetzt habe. Ich habe einfach vom Start weg, bevor ich angefangen habe, ich hatte null Ahnung. Ich habe mich mit dem Thema Bloggen, mit dem Thema YouTube, mit dem Thema Social Media, habe ich mich vom Start weg einfach beschäftigt, immer neue Dinge gelernt, immer neue Dinge wieder ausprobiert, wieder neu verändert, wieder neu gelernt, wieder neu gelernt. Und so bin ich jetzt einfach an dem Punkt, dass ich weiß, okay, es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren gut, es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren nicht gut und die möchte ich euch jetzt weitergeben. Und das ist meiner Meinung nach echt der Schlüssel, wie man auch lernt und wie man sich weiterbildet und wie man auch anderen Leuten hilft, dass man sich einerseits natürlich von anderen cleveren Leuten inspirieren lässt und sich Ideen herholt und auch mal Dinge übernimmt. Das finde ich super, super wichtig.
dass man sich nicht sagt, so, ich muss jetzt komplett das Rad neu erfinden. Alles, was schon mal irgendjemand gesagt hat, so, das darf ich nicht übernehmen, das wäre ja Diebstahl. Nein, überhaupt gar nicht. Inspirieren ist eine super Sache. Aber es ist halt einfach noch viel wichtiger, dass man die Dinge selbst auch ausprobiert und dass man sie umsetzt. Und ja, wie gesagt, niemand hat was davon, wenn ihr einfach das nehmt, was in irgendwelchen Büchern steht und das einfach auch in die Welt hinausblast, sondern probiert es vorher aus. Versetzt es mit eurer ganz persönlichen Note. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand sagt, so, vegane Ernährung ist eine geile Sache, dann erzählt das nicht einfach weiter, sondern probiert es selbst aus und merkt einfach. So, jetzt ist mir doch gerade tatsächlich hier der Akku leer gegangen. Glücklicherweise war ich beim Kauf der Kamera so geistesgegenwärtig und habe gleich noch einen Ersatzakku dazu gekauft, den ich jetzt einfach mal hier schnell einsetzen konnte. Und dann können wir direkt weitermachen. Was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, wie gesagt, eigene Erfahrungen zu machen und eigene die Dinge selbst zu testen, die ihr irgendwo lernt, bevor ihr sie weitergebt, das ist so, so, so wertvoll. Und das Spannende ist nämlich sogar, dass diese eigenen Erfahrungen und dieser ganz persönliche Twist, den du sozusagen dann an die Tagesordnung legen kannst, ist sogar fast wertvoller als irgendwelches konkrete Wissen. Denn wenn es danach gehen würde, dann können alle Leute sich in Büchern belesen, dann bräuchte ich überhaupt gar nicht diese YouTube-Channels. Weil in Sachen Wissen kann ich überhaupt gar nicht mit irgendjemandem konkurrieren, der irgendwelche krassen Bücher geschrieben hat, weil da habe ich einfach noch nicht die Skills für, aber ich kann halt einfach die eigenen Erfahrungen weitergeben, die ich zum Beispiel gemacht habe, ganz konkret, indem ich einen Rohkostblog aufgebaut habe, indem ich einen Channel aufgebaut habe, der sich mit veganer Ernährung beschäftigt hat, kann ich halt einfach Leuten ganz klar sagen, hey, das funktioniert vielleicht ganz gut, das funktioniert vielleicht nicht so gut und kann da vielleicht noch viel mehr Mehrwert liefern, als wenn jetzt jemand einfach nur so ein trockenes Businessbuch sich reinziehen würde, was ihn überhaupt gar nicht so inspiriert und wo er dann wahrscheinlich nach ein paar Seiten wieder das zur Seite legt. Und hier, wo es einfach bei der Tomatenshow noch ein bisschen Unterhaltung dazu gibt, wo es einfach ganz locker flockig präsentiert wird, kann ich da einfach viel mehr Mehrwert liefern, als jetzt einfach so ein Buch. In diesem Sinne, Leute, das ist, will ich euch wirklich nochmal mit auf den Weg geben. Gebt nicht einfach nur die Dinge weiter, die ihr irgendwo gelernt habt oder irgendwo gelesen habt, sondern setzt es um. Und erst wenn es für euch selbst funktioniert, dann gebt es weiter. Oder wenn es für euch gerade nicht funktioniert, dann macht zum Beispiel ein Video. Sagt hier, Saftfasten habe ich ausprobiert, ist gar nicht so geil, war für mich nicht gut. Macht ein Video darüber und sage den Leuten, warum es für mich nicht cool war. Davon kann man halt einfach richtig, richtig viel mitnehmen, weil es einfach eine direkt gemachte Erfahrung ist. Ja, das ist halt einfach so wichtig. Also, ihr braucht nicht glauben, dass ich einfach nur die Dinge irgendwo aufschnappe und die dann einfach mal so euch weitererzähle, sondern das ist wirklich alles von mir persönlich getestet, denn sonst hätte ich einfach ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich einfach nur alles irgendwie aufnehme und das dann direkt in die Welt rausblase, weil dann stehe ich ja gar nicht dahinter und dann weiß ich ja gar nicht, ob das funktioniert. Und dann würde ich die ganze Zeit denken so, wow, taugt das überhaupt, was ich euch hier mitteile? Und ja, damit könnte ich auf jeden Fall nicht gut schlafen. Die Familie hat sich gemeinsam am Tisch eingefunden und isst jetzt. Jeder hat was anderes. Gemüse mit Pesto. Was hast du? Geilen Smoothie. Erdbeeren, Banane und Kokos. Katharina fastet. Wie fühlst du dich dabei? Wasserfasten. Ja, mega angesagt. Mega cool. Das war's. Erster Tag in Prag ist vorbei. Richtig, richtig cool. Schönes Wetter, coole Wohnung. Alles passt auf jeden Fall. Morgen noch ein kleines bisschen Sightseeing vielleicht. Mal sehen, was so ansteht. Und ja, wir sehen uns morgen. Lasst es euch gut gehen. Schreibt unbedingt noch einen Kommentar rein. Was denkt ihr so zum Thema des heutigen Videos? So, wo bekommt ihr euer Wissen her? Wie bildet ihr euch weiter? Wie macht ihr das? Habt ihr vielleicht noch andere Inspirationsquellen? So, würde mich sehr interessieren. Schreibt da mal rein. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns morgen. Adios. Halt, nein, doch noch nicht vorbei. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis. An ein paar Szenen im Video war der Ton so ein bisschen wie unter Wasser. Und das liegt daran, dass das Mikro jetzt bei der neuen Cam oben drauf ist und ich reflexartig das natürlich immer so halte. Und deswegen mit meinem Finger das Mikro abdecke. Und das werde ich in den nächsten Tagen ein bisschen trainieren, dass ich das nicht mehr mache. Aber bis dahin kann es passieren, dass es nicht immer so geil ist. Aber das wird schon. Jetzt aber wirklich. Tschüss.